Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen aus dem Ernst-Abbe-Sportfeld. Wir sitzen heute hier ausnahmsweise in der Gästekabine mit Maurice Hede zusammen, um über das Spiel gegen den Berliner AK zu sprechen. Am Freitagabend findet die Partie statt. Schon aufgeregt? Ja, aufgeregt. Ich freue mich natürlich wieder, ein weiteres Spiel zu haben. Ich glaube, wir haben gerade einen Lauf. Den möchten wir gerne fortsetzen und da ist jedes Spiel gelegen. Ja, nun war das Spiel am Sonntag gegen Chemie natürlich eines, was besonders Kräfte gekostet hat, weil man eine Halbzeit in Unterzahl gespielt hat. Merkt man das noch? Jetzt mittlerweile nicht mehr. Wir hatten die 2 Tage davor genutzt, um zu regenerieren, weil wir jetzt wussten, wir haben eine kurze Woche. Wie gesagt, Freitag steht schon das nächste Spiel vor der Brust. Es war kräftezehrend, aber ich glaube, mit dem Gefühl, dort gewonnen zu haben in Unterzahl, das gibt nochmal andere Kräfte, um dann wieder die nächsten 3 Punkte zu holen am Freitag. Was war denn das Erfolgsrezept, dass es gelungen ist, trotz der Unterzahl das Spiel zu ziehen? Wir haben in der Halbzeit uns gesagt, also der Trainer hat gesagt, entweder wir spielen 0-0 oder wir gewinnen 1-0. Diese 2 Optionen standen zur Wahl. Natürlich hat jeder dann schon dieses Funkeln im Auge gehabt, wir wollen das 1-0 gewinnen im Unterzahl. Das ist immer was Besonderes dann trotzdem. Und das ist uns gelungen. Wir haben den Gegner ein bisschen kommen lassen, wir haben uns auf Konter dann verstärkt. Und wir hatten eine Konterchance, die dann zum Elfmeter geführt hat. Das war natürlich dann auch glücklich für uns. Und Lukas Lemmer hat den natürlich super reingemacht und das 1-0 haben wir dann verwaltet. Wir haben super verteidigt, von vorne bis nach hinten. Wenn ich hier gesehen habe, wie Benjamin Zank oder Elias Löwe, wie viele die gelaufen sind, Wahnsinn, größten Respekt dafür. Und wir haben da hinten halt den Rest wegverteidigt und dann 1-0 gewonnen. Gerade mit dem Elfmeter, da habe ich mir gedacht, da gehört schon ganz schön Mut dazu, den oben in die Ecke zu schießen. Ja, muss ganz ehrlich sein, Lukas ist ein super Schütze. Er kann links wie rechts, er kann oben, unten. Das ist da. Ich wusste, dass er reingeht, da war ich mir sicher. Mhm. Er hat auch dieses gewisse Selbstvertrauen, den da oben reinzumachen. Und ja, wir freuen uns darüber, dass er drin war. Ja, sehr schön. Nach dem Spiel, habe ich gesehen, war fast der erste Weg dann zur Tribüne zum Nachwuchs. Ja, richtig. Meine Tochter war wieder im Stadion. Ich hatte es eine Woche nicht gehabt. Die war nicht zu Hause. Wie gesagt, ist mein kleiner Glücksbringer wieder im Stadion gewesen, wieder gewonnen. Das kann gerne so weitergehen. Mhm. Ja, als meine Familie bin ich eigentlich immer gerne als erstes, die Glückwünsche auch dort abzuholen, kleines Küsschen zu geben und dann mit den Fans zu fahren. Ist es schon Vereinsmitglied geworden? Nein, das ist 6 Monate. Zuerst mal zu laufen lernen und dass er mal im Auge um Platz flitzen kann, aber so passt es erstmal, dass er nicht so guckt. Wie hat sich das Familienleben verändert seit dem Frühjahr? Gibt es weniger Schlaf oder? Muss ganz ehrlich sagen, Schlaf ist ausreichend, das passt. Es sind 7, 8 Stunden. Die Kleine schläft auch sehr gut. Natürlich größten Respekt an meine Frau, die macht das größtens Zeit, weil ich in der Nacht nicht viel machen kann. Mhm. Ich beschäftige mich dann tagsüber mit ihr, gehe spazieren, wir spielen. Das sind die Momente, die ich genieße. Und den Rest macht dann natürlich abends dann meine Frau, die mir da sehr viel abnimmt. Deswegen passt das. Ja, okay, gute Arbeitsteilung. Im übertragenen Sinne ist ja der FCC auch auf Nachwuchs aus mit dem Nachwuchskonzept. Richtig. Zuletzt hat sich Benjamin Zank in der Mannschaft etabliert. Wie helfen die erfahrenen Spieler ihm, da sozusagen richtig Fuß zu fassen? Erst muss ich ganz ehrlich sagen, er hat es dann natürlich auch selbst erarbeitet. Er gibt im Training immer Leistung, er arbeitet nach dem Training auch an seinen Torschuss und an bestimmten Abläufen. Wir helfen natürlich, ihn zu motivieren. Wir haben natürlich auch ein paar Spiele schon auf dem Rücken. Können geben ihm Tipps, was er besser machen kann, wenn es ums Anlaufen geht oder um bestimmte Situationen, wie er sich da verhalten muss. Er nimmt sich das an und man sieht natürlich auch jetzt dementsprechend seine Leistung. Das Tor letztens erst in Cottbus hat er super gemacht. Man sieht es auch an seiner Laufleistung. Da haben wir letztens in Cottbus, ist er glaube ich 13 Kilometer gelaufen. Dann sieht man mal, was der Junge eigentlich für ein Potenzial hat. Er hat es gerade aktuell verdient, dort vorne zu spielen. Er hat es auch gegen Chemie wieder super gemacht, Bälle festgemacht, abgelegt, in die Tiefe gegangen. Das macht er super. Wie lernwillig sind die jungen Spieler? Sehr, alle sind sehr lernwillig, muss sagen. Jeder nimmt sich Kritik an, versucht daran zu arbeiten, das umzusetzen, was die Älteren sagen oder was der Trainer auch sagt. Deswegen klappt das zur Zeit auch super, muss man ehrlich sagen. Der FC hat ja sozusagen das Nachwuchsthema sich auf die Fahnen geschrieben, um da auch künftig mehr auf den eigenen Nachwuchs zu setzen. Was ist denn das Erfolgsrezept, um als Juniorenspieler oben anzukommen? Ich kann bis aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, natürlich diese Männlichkeit, diese Robustheit, die braucht man natürlich in diesen oberen Ligen, seit 4. sei es auch 5. Liga. Da geht es mehr ins Körperliche. Man muss auch ein bisschen schneller reagieren, denken, ein Spiel lesen können. Aber diese Mischung macht es natürlich auch, um diesen Spielwitz aus dieser Jugend mitzubringen, das dann mit reinzubringen, ist für uns hilfreich, für alle hilfreich. Und ich glaube, wenn wir das so weitermachen, wird das ein gutes Erfolgsrezept werden. Ja, nun ist es so, dass
Sie ja selbst im Nachwuchs vom FCC gespielt haben und dann sich für den Wechsel nach Bremen entschieden das haben. Richtig. Wie kam das damals zustande? Natürlich lange Zeit. Ich war dann auch, also ich, wie gesagt, habe meine Laufbahn in Jena begonnen, das ist richtig. Mich dadurch gute Leistungen auf andere, für andere Vereine aufmerksam gemacht. Wollte mal was anderes sehen, das muss ich auch ehrlich sagen. Einfach mal gucken, wie es da abläuft, wie da die Philosophie ist, wie die ticken. Es hat mir auch geholfen, muss ich sagen, einfach mal was anderes zu sehen, rumzukommen. Da waren auch andere Bedingungen, weil es ein Bundesligist war. Das der erste Station war Werder Bremen. Ja, und diese Erfahrung oder diese Erfahrung kann ich jetzt letztendlich hier wieder einbringen, auch den Jungen das mal mitzugeben und so. Das ist, glaube ich, ganz, ganz hilfreich. So ein Bundesligist hat sicherlich im Nachwuchs ja noch ganz andere Möglichkeiten. Was waren denn da die größten Unterschiede eigentlich gewesen? Oh, die größten Unterschiede. Ja, ich habe dort direkt im Internat gelebt. Da war eine ganz andere Betreuung für mich jetzt zuständig, aber auch dieses Rundumfeld. Wir hatten viele Plätze, viele Physiotherapeuten, Kraftraum. Es wurde sich um, gefühlt um einen eigenen, über einen selbst gekümmert. Das waren ganz, ganz andere Bedingungen. Aber ich muss ja sagen, hier trotzdem im Nachwuchs habe ich halt auch, waren es auch super Bedingungen. Das kann man jetzt nicht abstreiten. Es ist trotzdem ein Nachwuchsleistungszentrum. Das war Werder Bremen auch, aber es war Jena auch. Die Jugend dort in Bremen hat halt alle Bundesliga gespielt. Wir bei uns in Jena war es ja immer so, wir sind mal aufgestiegen, mal abgestiegen. Ich wollte mal konstant in dieser Junioren-Bundesliga spielen. Das habe ich dort gemacht. Um dann versuchen, mein Schritt oder mein Ziel war es natürlich, Bundesligaspieler zu werden. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Das ist von jedem wahrscheinlich der Fußballer der Traum. Habe es leider nicht geschafft, aber bin jetzt hier in der Regionalliga fest etablierter Spieler. Und das ist auch gut so. Und ist auch die Zukunftsperspektive, in Jena noch lange zu bleiben? Ja, also ich fühle mich hier sehr wohl, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, ich bin in Jena groß geworden, meine Familie wohnt hier. Wir haben jetzt ein Eigenheim, ich fühle mich wohl. Es macht einfach Spaß, hier auf im Stadion zu kicken. Es macht Spaß mit der Mannschaft, es macht Spaß, mit den Fans nach dem Spiel zu feiern. Ich glaube, das passt so. Nun geht es ja zum Berliner AK, die in der Tabelle ganz unten stehen. Ist das ein Selbstläufer am Freitagabend? Der Tabellenplatz hat da gar nichts zu sagen. Berliner AK hat man letztes Jahr auch gesehen, ist eine gute Mannschaft, klar hatten sie einen großen Umbruch. Aber das darf man gar nicht jetzt, die Tabellensituation darf man gar nicht ernst nehmen. Wie gesagt, wir sind trotzdem nur 8 Punkte dazwischen zwischen uns. Wenn die jetzt gewinnen wollen, sind es dann nur noch 6 Punkte, nee, 5 Punkte. Mhm. Das wird kein Selbstläufer. Wir müssen genau die gleiche Leistung abrufen wie in den letzten Spielen, wie Cottbus und Chemie. Und dann wird das dann zugunsten für uns laufen. Wie schwer wird denn der Ausfall von Maximilian Kraus wiegen, der ja nach der roten Karte auf jeden Fall erstmal ein Spiel gesperrt ist? Ja, bin gespannt, wie lange er gesperrt ist. Ja, wir haben Jungs, die warten auf ihren Einsatz, die jetzt lange nicht gespielt haben, die brennen dafür, die geben Training Gas und die werden ihn auch ersetzen. Klar ist Kraus ein Unterschiedsspieler, das muss man ganz ehrlich sagen, durch seine Dynamik, Schnelligkeit, Vorbereitung. Auch jetzt mittlerweile der Abschluss, der passt, wie gegen Cottbus. Aber wir werden als Mannschaft ihn ersetzen, kompensieren und die 3 Punkte dann hier mitnehmen in Berlin. Ist es ein Vorteil, dass der Berliner AK einen großen Umbruch hatte, damit die Spieler das Debakel vom Frühjahr gegen den FCC vergessen haben? Nein, das ist trotzdem kein Vorteil. Wie gesagt, es kommt ein großer Club nach Berlin. Die sind da, glaube ich, sehr motiviert, uns Punkte abzunehmen, selber punkten, weil sie unten raus wollen. Es wird ein ganz, ganz unangenehmes Spiel, das bin ich mir sicher. Es ist eine Berliner Mannschaft. Die haben viele trotzdem Zocker drin, Techniker drin. Die wollen es uns trotzdem irgendwie beweisen, warum sie dort spielen und nicht bei uns. Deswegen wird das ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Ja, und taktisch ist es da cleverer, sozusagen ja, vielleicht doch noch einen zweiten Joker in der Hinterhand zu haben? Nein, wir machen taktisch, wir werden es heute besprechen, wie wir uns taktisch dort verhalten und wie wir das angehen wollen. Wir werden uns Videos dazu angucken, wie sie die letzten Spiele gespielt haben. Und wir werden einfach trotzdem unseren Fußball durchbringen wollen. Hoffen, dass wir das mal gleichzeitig beenden und ja, das eine Tor mehr als der Gegner schießt. Mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Es gibt eine Videopräsentation vom Gegner oder mehrere? Mehrere. Also die haben jetzt schon mehrere Spiele. Unser Trainerteam war natürlich auch da, dass die Spiele letztens beobachtet in Einburg oder gegen Meusewitz. Die geben uns da auch nochmal taktische Hinweise, wie sie das betrachten, wie die das gesehen haben, geben uns das mit. Und letztendlich stehen wir auf dem Platz und müssen das umsetzen und das Bestmögliche draus machen. Ja, wir sind alle sehr gespannt. Das Gute ist, die Zuschauerinnen und Zuschauer können live dabei sein. Wir übertragen die Partie auf unserem Internetportal live. Die Übertragung beginnt um 18.50 Uhr mit den Vorberichten und den Vorinterviews zum Spiel. 19 Uhr ist dann Anpfiff. Und ja, wir drücken die Daumen, dass es gelingt, die Erfolgsserie auszubauen und hoffen, dass viele Leute einschalten. Vielen Dank, das hoffen wir auch.